Hallo und willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed. Heute wollen wir... Nein, Hilfe! Garnier ausschalten. Helft mir, bitte! Ihr müsst mir helfen! Genug, mein Sohn. Ich bat euch, den Patienten zu holen, nicht ihn zu töten. Na, na. Alles wird wieder gut. Nein! Gebt mir eure Hand. Rührt mich nicht an! Nie wieder! Überwindet eure Furcht, sonst kann ich nicht helfen. Mir helfen? So wie ihr den anderen halft? Ihr habt ihnen die Seelen geraubt. Ich hab's gesehen. Aber meine nicht. Nein, meine kriegt ihr nicht. Reißt euch zusammen! Glaubt ihr, das gefällt mir? Glaubt ihr, ich möchte euch wehtun? Aber ihr lasst mir keine Wahl. Jedes freundliche Wort begleitet von einem Hieb. Alles nur Lug und Trug. Er wird nicht ruhen, bevor sich alle vor ihm beugen. Das hättet ihr besser nicht getan. Bringt ihn in sein Quartier. Ich folge euch, wenn ich hier fertig bin. Ich bleibe nicht hier. Ich werde wieder entfliehen. Nein, wohl kaum. Brecht ihm die Beine, alle beide. Es tut mir so leid. Habt ihr Leute nichts Besseres zu tun? Das muss mehr als wehgetan haben. So ein richtig deftiger Tritt in die Kniescheibe. Aua. So, warte mal. Wir kommen da rein. Mönche? Oh, er ist ja wahr. Ihr seid. Und wie fühlt es sich an, wieder ganz zu sein? Wie habt ihr das geschafft? Es war nicht einfach. Versichert. Ihr habt dagegen angekämpft. Meine Fresse, kann die Wache da mal aus dem Weg gehen? Jetzt ist es vollbracht. Der schwere Teil ist vorbei. Ich schulde euch mein Leben. Ich stehe zu euch. Danke. Wo ist der Bekloppte? Da ist er. Es heißt, ihr könntet wieder gehen. Erstaunlich. Schon so lange. Also nicht. Was? Vergess. Schlaf. Befreit euch von eurer Last. Ich werde jetzt Frieden finden, nicht? Der endlose Schlaf ruft nach mir. Aber bevor ich meine Augen schließe, muss ich wissen, was wird aus meinen Kindern? Ihr meint die Leute, die ihr in grausamen Experimenten quält? Sie werden frei sein und heimkehren können. Heim? Welches Heim? Die Freudenhäuser? Die Gosse? Die Kerker, woraus sie geholt wurden? Ihr habt sie gegen ihren Willen geholt. Ja, was von ihrem Willen noch übrig war. Seid ihr wirklich so naiv? Lasst ihr einem Kind jeden Wunsch, nur weil es weint? Vater, ich möchte mit dem Feuer spielen. Was würdet ihr sagen, wie du wünschst? Aber dann seid ihr schuld an seinen Verbrennungen. Es sind keine Kinder. Sondern ausgewachsene Männer und Frauen. Körperlich vielleicht, aber nicht im Geiste. Und das ist das Leiden, das ich heilen wollte. Ich gestehe, ohne das Artefakt, welches ihr uns gestohlen habt, komme ich nur schwer voran. Aber es gibt Mixturen und Elixiere. Meine Wachen sind der Beweis. Auch sie waren dem Wahn verfallen, bevor ich sie fand und aus den Kerkern ihrer Umnachtung befreite. Und nach meinem Tod werden sie wieder toll. Ihr glaubt wahrlich, ihnen zu helfen? Ich glaube es nicht nur. Ich weiß es sogar.
Ich mach mich da mal auf die Socken, ne? Oh, warte, hier komme ich raus. Das ist cool. So, ist weg. Tja. Hier stellt man sich jetzt die Frage, wer sind die Guten und wer sind die Bösen in der Geschichte? Beide sind überzeugt, das Richtige zu tun. Die Assassinen und die Templer. Beide haben auch ähnliche Ziele. Nur ihre Methoden sind anders. Das ist auch das, was uns das Spiel genau erklären möchte. Wie Widdick in einem der vorherigen Folgen gesagt hat. Die Assassinen damals hatten fast die richtige Idee, aber sie gingen nicht weit genug. Da wir bereits aus Assassin's Creed Origins wissen, dass Abstergo die Templer sind, heißt das, die Templer haben durchaus Respekt für die Motive der Assassinen. Aber nicht für ihre Handlungen. Und ebenso ist es umgekehrt. Was gibt es, Altair? Garnier ist tot. Dann kehrt mit der Kunde eures Sieges nach Massiaf zurück. Da ist noch etwas. Dann sprecht. Oder muss ich eure Gedanken lesen? Was denkt ihr, was er von diesen Leuten wollte? Warum er mit ihnen experimentierte, so wie er es tat? Ihr sollt handeln, nicht Fragen stellen, Altair. Ganz gleich, was er tat oder weshalb. Nur sein Tod zählt. Aber Garnier schien zu glauben, diesen Menschen zu helfen. Ist es das, was ihr sagt? Nein, ich sah keinen Ort der Heilung, sondern der Qual. Welchen Sinn hat dann dieses Gespräch? Ich weiß nicht. Vergesst es einfach. Das habe ich bereits. Spule vor zu aktuellerem Gedächtnisabschnitt. Ich habe so das Gefühl, Amnesie ist eine sehr weit verbreitete Krankheit in dieser Zeit. Nö. Warum denn? Wenn wir zurückreiten können, dann tun wir das doch. Dann sehen wir mehr vom Spiel. Wir müssen hier nicht durchrushen. So, in diese Richtung ist der Ausgang. Oho. Rüstet euch nicht! Furcht und Zweifel sind die Waffen unserer Feinde! Hört ihr doch! Und was tut er bloß? Was tut dieser Tölpel? Wenn ich ein Tölpel wäre, wäre ich dann so geschickt dabei, hier herumzuhüpfen? Entschuldigung. So. Hier wären wir also wieder. Aber ich brauche doch Geld, Herr. Ich bin arm, krank und hungrig. Ich auch. Garniers Kinder. Bitte, Herr, habt ihr ein wenig Geld? Was denkt dieser Mann nur? Jetzt haben wir die Füße auch mal gewaschen.
Ja, nicht wahr? Ich bin ein richtiger Komiker. Oh, hallo, da bist du ja wieder. Komm her. Sing nicht so viel. Sonst muss ich dich besiegen. Aua. Arsch. Aua. Das war ein geiler Move, Alter, ihr. Ich komme dann irgendwann mal wieder, ne? Den Typen packe ich einfach nicht. Was? Apnoe? Apnoe? Du hast eine Apnoe-Krankheit oder was? Schnappatmung? Entschuldigung! Mitten ins Gesicht. Guten Tag. Flüchtet ihr vor jemandem? Ja, für euch. Auf Wiedersehen. So, jetzt brauche ich einen Gaul. Klettern Sie auf hohe Gebäude, um die Umgebung aus der Vogelperspektive zu sehen. Hohe Gebäude. Wiedersehen. Ich mag es irgendwie, wenn die Franzosen nach uns rufen. Oh, Assassin! Oh, Assassin! Entschuldigung. Ich hol mir das Feuer.
Interessant, dass ich die Assassinen auch als Ziele auswählen kann. Ich könnte auch die ganze Stadt massiv abschlachten, ohne dass es Leitern sind eine ändert. Akzeptable Art, Dächer zu erreichen. Ja. Ja. Ja, ich habe zu Hause was auf dem Herd vergessen. Euch einen frühen Tod. Er will sich jemand anderem. Er rennt wo will er hin? Um. Wann wird er mit dem so Unsinn aufhören? Bringt ihr neue Kunde, Altair? Garnier von Nablus ist tot. Ausgezeichnet. Wir hätten uns keinen besseren Abschluss wünschen können. Und doch. Was ist? Der Doktor beharrte darauf, dass seine Arbeit gut war. Und rückblickend muss ich zugeben, dass seine vermeintlichen Opfer ihm sehr dankbar waren. Nicht alle, aber genügend, um Bedenken zu wecken. Wie vermochte er, Feinde in Freunde zu verwandeln? Ein guter Führer findet einen Weg, dass andere ihm Folge leisten. Das macht sie zu Führern. Wenn Worte nicht helfen, greifen sie zum Gold. Wenn das nicht hilft, greifen sie auf gemeinere Mittel zurück. Bestechung, Drohungen und solcherlei Kniffe. Es gibt Pflanzen, Altair, Kräuter aus fernen Landen, die einem Mann die Sinne vernebeln. Der Genuss bringt solche Freude, dass mancher sich dadurch versklaven lässt. Dann glaubt ihr, diese Männer standen unter Drogen? Rauschgift? Ja, wenn es wirklich so war, wie ihr sagtet. Kräuter scheint mir eine merkwürdige Art der Kontrolle. Unsere Gegner haben mich desselben beschuldigt. Das Versprechen des Paradieses. Sie glauben, es sei ein Garten. Gefüllt mit Frauen und Freuden. Ich würde euch berauschen, so wie Garnier, und euch mit diesen Genüssen versuchen. Dann kennen sie die Wahrheit nicht. Und so soll es auch sein. Aber wenn sie die Wahrheit wüssten, dass wir nur den Frieden suchen. Dann würden sie uns nicht fürchten und wir hätten keinen Einfluss auf sie. Geht. Es ist Zeit, eure Aufgabe fortzusetzen. Ihr habt einen weiteren Rang zurückgewonnen und ein Ausrüstungsstück. Wir sprechen uns wieder, wenn der Nächste gefallen ist. Geil. Wurfmesser erhalten. Neue Fähigkeit erlernt. Rempeln. RT und B drücken. Und halten. Okay. Diesmal sollen wir nicht trainieren, das
Finde ich ausgesprochen gut. Dann beginnt mich. So. So, jetzt hatten wir, was die Verbindungsmänner angeht, unseren allergrößten Fan. Denjenigen, der neutral uns gegenübersteht. Und was bleibt dann noch? Den Typen, der uns abgrundtief hasst. Wir haben ihn bereits kennengelernt. Was ist in Ihnen getan? Wo will er bloß hin? Scheint sehr in Eile zu sein. Hör! Hör! Auf geht's nach Jerusalem. Entschuldigung! Sie können zur Ablenkung heimlich töten, indem Sie ein Messer werfen. Wo ich hin will? Nach Jerusalem. Danke der Nachfrage. Wer es bemerkt hat, aktuell halten wir Kurs auf Damaskus, aber es gibt vorher einen Abzweig, der uns nach Jerusalem führt. Der Abzweig schon hier? Irgendwo hier muss er sein. Da oben ist er, glaube ich. Wie aggressiv die immer gleich reagieren. Genau, nur irgend so ein Typ in der weißen Kutte. Hallo? Also die Welt, Schafir! Ihr könnt nicht entkommen! Hol mir deinen Kopf! Hier gehabt, da ist die Werfen gleich mit Steinen, die dummen Säcke. Da sind sie auch schon. Geld, Bruder, ja. Hat ihn einer von euch gesehen? Zum Glück scheinen sie unter einer Nackenstarre zu leiden, sodass sie nicht so hoch gucken können. Mein Gott. Ich kann derweil nicht mehr sprechen. Weh, ey, tut mein Pferdchen was. Da gibt's Ärger. Hier werden wir ihn kaum finden. Er wird zurückkehren. Gehen. Oder ich lasse es friedlich. Ja!
hab's. Hey, Johann! Verzeihung. Ich hab so das dumme Gefühl, als ob ich falsch reite. Ich muss irgendwo mal ganz scharf nach links. Dankeschön. Warten so viele Leute hier draußen in der Pampa. Wenn sie entdeckt wurden, töten sie einige ihrer Verfolger, um leichter zu entkommen. Leichter gesagt als getan. Ja! Ich versuche mal gerade ein bisschen vorsichtiger zu reiten und niemanden umzureiten. Mal eine nette Abwechslung, oder? Oh. Mag die Musik gerade irgendwie. Schön. Beruhigend. Zugegeben, die Animation der Kutten ist teilweise ziemlich merkwürdig. Wir können tun, was uns gefällt. Bitte tut mir nichts! Ausgewählt! Riskiere ich besser nichts und eile heim. Ihr könnt darauf wetten, dass ich es vorerst nicht verlassen werde. Ihr habt mir einen großen Dienst erwiesen. Seid versichert, das vergesse ich nicht. Wer könnte das getan haben? Ich. Ein vergesslicher alter Mann. Okay, so alt war er noch. Nun gut, und abermals verabschiede ich mich von euch, während ich in einem Haufen von Mönchen laufe. Beim nächsten Mal sehen wir uns dann Jerusalem genauer an. Ich bedanke mich sehr vielmals fürs Zusehen und hoffe, wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play Assassin's Creed wieder. Bis dahin, tschö mit ö!